Und der wahre Grund, da, warum wir so einen guten Jump haben. Seht ihr, dass das Hühnchen hinten im Rucksack, das mit den Flügeln schlägt? Ist mir einfach noch nie aufgefallen. Macht's aber so viel logischer. Das Spiel hat nämlich richtig gute Physics. Oh Gott. Ja. Daran bist du gestorben? An so einem kleinen Piekser in den See? My second night. Muss es jetzt richten. Okay. Mit welchen fancy Pflegeprodukten schafft man es eigentlich, diesen Bart zu maintainen? Ist witzig, dass du fragst. Wir haben vorhin über Bartöl geredet. Ja, Eid. Wir haben vorhin über Bartöl geredet, was ich in Bulkmenge gekauft habe und seitdem nicht mehr benutze, weil ich keinen Bart mehr habe. Aber eigentlich ist es nur... Bei mir ist es einmal am Tag das Gesicht waschen. Also auch schon zu Vollbartzeiten. Das heißt einmal am Tag. Einmal morgens, einmal abends. Wenn ich richtig dirty fühle, zu einem anstrengenden Tag oder so mal zwischendurch machen. Viel hydrieren. Ich habe eine Tagescreme und ich habe eine Nachtcreme, weil ich so eine... Es schwankt immer so zwischen Mischhaut und trockener Haut. Deswegen achte ich da immer sehr auf die Dehydration der Haut. Viel trinken und sowas hilft natürlich auch immer schon allgemein für den Körper, aber sowas. Ja, gut bürsten, Hautschuppen entfernen, auf die Salzstange springen. Und dann geht's der Haut auch gut. Oder geht es um allgemeine Ungepflegtheit? Dann muss zum Rasierer greifen. Schnibbidi schnabbidi. Dann geht's ans Schneiden. Yep. Oh Gott. Lädt Discord Bilder echt laden? I don't know. Eigentlich immer ganz okay. Aber kann immer mal sein, dass irgendwo in Frankreich gerade wieder ein Rechenzentrum abbrennt. Weißt du nie, was für Auswirkungen das vielleicht haben kann. Okay, eventuell habe ich das Geheimnis gelüftet, warum bei uns hier das Safe-Schild nicht aufgetaucht ist, weil wir nie auf die hier vorne gesprungen sind. Das Safe-Ding kommt nur auf der. Und da wir immer gleich geskippt haben... Saved, Leute. Saved. Okay. Das erste Mal Sorgen mache ich mir übrigens hinten bei der Wand. Ob wir darüber kommen, ansonsten sehe ich das hier relativ entspannt. Geht. No. Surfen. Let's go. Piratenschiff könnte auch tricky werden. Was willst du tun, Fisch? Mache ich mir keine Sorgen, da kommen wir gut durch. Ungepflegt im Homeoffice? Gerade im Homeoffice für mich noch wichtiger, weil da sehe nur ich mich. Da ist es mir schon wichtiger, wie ich ausschaue, als... Wow! Fish skip. Als wie andere... Das ist mir wichtiger, wie dass ich mich in meiner Haut wohlfühle. Yo, Banger, Banger. Speed Skip, Speed Skip. Okay, nicht saved, nicht saved. Aber wir haben es fast rüber geschafft. Meine Achievements funktionieren aus irgendeinem Grund wieder. Way to go, you're doing well. Dankeschön. Aber ich erinnere mich auch noch an die Homeoffice-Telco-Zeit, als wär's... Jungs? Als wär's vor 3 Wochen gewesen. Ich war mal einer der wenigen, der direkt die Kamera angemacht hat. Meine Kollegen eher so, nee, kein Bock. Das finde ich immer so, an manchen Tagen finde ich es okay. Und ich finde, man sollte auch keinen Menschen dazu zwingen, eine Kamera anzumachen. Aber teilweise habe ich meine Kollegen ein Dreivierteljahr nicht mehr gesehen.
Weil einfach jeden Tag war, ich habe mich nicht zurecht gemacht. Das ist halt so, okay. Jeder struggelt auf seine Art und Weise. Aber manchmal ein... What? Manchmal ein menschliches Antlitz zu sehen, ist dann doch ganz gut für die Psyche. Auch so für so ein Teamgefüge. Immer so. Aber wir skippen jetzt mal hier rüber. Was passiert? Oh Gott. Oh, gar nichts. Ich habe den Speicherpunkt mitgenommen, deswegen checkt das Spiel, dass ich Progress mache. Ey, wahrscheinlich wird's das echt sein. Dass das Spiel vorher einfach nur noch nie wusste, wo ich bin. Und jetzt kriege ich einfach alle Achievements, weil es gibt auch ein Achievement, wenn man die Wand hochklettert, wenn man bei der Kanone ist. Na, ist mir halt wurscht, weil wir sammeln schon Achievements. Leute wie ich. Whoop. Skip. Aber hey, ist es ein weiterer? Yo! Kickflip. Weiterer Save. Schaden tut er uns definitiv nicht. Mir geht's gut. Mit der Musik arbeitet sich gleich viel produktiver und akkurater. Ich glaube, das ist für mich der größte Unterschied zwischen Getting Over It und ähnlichen Spielen zu Alter 4. Die Musik ist ein Banger. Die Musik ist ein Bop. Die Musik ist ein Jam. Es sind nur 3 Tracks, aber wenn diese 3 Tracks absolute Slapper sind, dann Abfahrt, Leute. Yo, Frontschweine. Hat auch so großartige Werbekampagnen. Ja. Frontschweine war Heavy Poggers. Saved? Saved! Saved! Yo, Dennis! Oh Gott. Wunderschönen guten Tag. Yo, hallo Three Blades. Wir spielen eine alte 4. Wir haben ein Hühnchen im Rucksack und wir müssen zur Burg kommen. Der Weg ist voller Hindernisse. Oh, Bambusel. Gute Bewertung. 30 bis 40 Feral Hawks attacking our neighborhood. Yeet. Okay, das Schwerste an diesem ganzen Segment ist jetzt nur noch der Helikopter da vorne. Wenn wir da dran vorbeikommen... Dies war ein Epic Gamer Moment. Wir sind bei der Mauer mit unserem Fifth Knight. Wir haben das Spiel quasi im First Try schon durchgespielt. Nicht mal mehr diese Klinge macht mir jetzt Angst. War der Safe schon immer da? Ja, aber wir haben ihn nicht unbedingt immer bekommen. God Gamer! Yeet! Muss man da auf die Propeller-Plattform? Ich weiß es actually nicht. Ich kann es nicht sagen. Okay. Guter Skip. Nicht lang warten. Immer direkt die nächste Rotation mitnehmen. Speedrun Territory. Wir sind auf dem Weg zu einer neuen PB. Kann quasi nichts mehr schief gehen jetzt. Okay, bitte nicht den Würzel abrasieren. Die sind relativ okay gesinnt. Damit hat keiner gerechnet, ne? Damit hat keiner gerechnet! Oh Gott, oh no.
saved. You're saved. Okay, let's go. Auf der Mauer, auf der Lauer, liegt ein kleines, zielsuchendes Holzfass. Ich habe übrigens auch nie... Okay. Wir standen noch nie hier. Ich sehe jetzt erst den Totenschädel hinten an der Ecke. Die sind ganz... Okay. Okay, die Ritter müssen weg, Okay, yo, Curveball. Nicht den Wagen. Let's go. Saved. Chat, seht ihr, was hier gerade passiert? Unser Fifth Knight. So weiter waren wir übrigens noch nie. Oh Gott, der Fisch, ich habe Angst vor dem Fisch. Wir waren noch nie weiter in dem Spiel. Übrigens. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir hier rüberkommen sollen. Deswegen wünsche ich mir jetzt von euch 4 Buchstaben, okay? Y-O-L-O. Gib bitte in den Chat und dann ist hier Abfahrt. Soll ich mir jetzt Sorgen um den Fisch machen? Okay, danke Chat. Okay, wir warten auf den Thunfisch. Thunfisch-Timing ist von höchster Wichtigkeit. Nicht lang fackeln. Oh mein Gott, wir sind drüber. Was steht da? Jump. Okay, ich glaube, wir müssen da hoch. Wait, what? Okay, bisschen Fallschaden genommen. Progress. Soweit waren wir noch nie. Mein Fifth Knight. Da hinten wird getanzt. Don't go. Und das... Ah, da hinten geht's weiter. Sieht so aus, als gehen diese Plattformen von... Ich hab keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Ich war noch nie so weit, dieses Spiel. Als auf die Plattform, auf die, dann da vorne rum. Wir können vielleicht zu dem Hula Hoop machen. Warte, was wird da geschossen? Können wir nicht einfach da drauf springen? Lass mich mal was ausprobieren. Oh, was? Oh, okay. Die Seite hier dreht sich schneller. Die hier ist langsamer. Ist das bei allen so? Oh Gott. Lass mal gucken. Wir können abkürzen, oder? Komm. Spiel, du wärst nicht so. Let's go. Okay, was geht da vorne? Immer noch Don't Go und eine tanzende Person. Wisst ihr was? Ich habe beschlossen, das ist nichts für mich. Das skippen wir einfach komplett. Wenn da ein Ballon ist, dann soll der Ballon da bleiben. I don't care. Was? Was? Ich bin ja wohl schon aus viel höheren... Halbe Walheim. Ich bin ja wohl schon aus viel höheren Höhen gefallen und nicht gestorben. Daran sterbe ich jetzt? Aber Angst vor diesem Fisch da vorne. Ist ja wohl nicht euer Ernst. Jetzt habe ich es gerade so krass hier rüber geschafft. Okay, nochmal. Oh mein Gott, der Trick ist einfach go. Chat, der Trick ist einfach zu gehen. Da oben ist ein Safe.
Ich sag mal, es ist nicht wert. Der Boden ist Lava? Nee, der Boden ist doch keine Lava hier. Wir testen das jetzt. Neues Gebiet, wir müssen es testen. Confirmed, der Boden ist keine Lava. Nee. Vielleicht bin ich einfach nur ungünstig gefallen. Wer weiß das schon. Okay, hier geht's wieder hoch. Ich glaube, wir können hier nämlich runterfallen. Es sieht so aus, als wäre es da so ein bisschen gnädig. Aber ich glaube, wenn wir da... Vielleicht verpassen wir doch irgendwas. Aber ich traue diesen Kanonenkugeln nicht, die da lang geschossen werden, Leute. Ich traue denen einfach nicht. Da, guckt's euch an. Lamo. Oh. Saved, saved, saved. Kein Fallschaden. Okay, jetzt will ich aber schon wissen, was geht da oben. Jetzt sniped. Ratchdoll. Oh nein, sie tanzt weiter. Cursed. Plattform von unten, keine Textur. Das ist witzig. Einfach gehen. Chat, schreib mit. Außer Kevo. Kevo darf nicht aufpassen, Leute. Er muss das Spiel selber spielen. Er muss erst ein bisschen schaffen. Ich habe ein paar Leute von euch herausgefordert, dieses Spiel zu spielen. Mit den Leuten, mit denen ich auf Steam befreundet bin, habe ich Einkäufe gesehen. War sehr sympathisch. Jo, Kevin, guckst du dir aber gerade meine Strategien hier ab? Entschuldigung. Frech. Ich glaube, wir wollen hier ein bisschen schneller sein. Ja, ja. Gib mir mal gutes Timing. Oh no. Jo, okay, wir sind drauf. Ich sterbe. Okay, wir haben den Ballon verpasst. Der Ballon ist nicht wichtig, solange wir hier resettet werden. Oh, oh. Oh no. Oh no. Oh no, no, no. Oh, wait a minute. Wait, oh Gott. Okay, da ist also der Bonk. Also ich glaube, wir wollen hochgeschleudert werden. Das Spiel ist noch nicht auf speedrun.com. Weil Early Access, ne? Anyway. I started dying. Okay, das Pass hier runter. Oh. Maybe not. Okay, ich zeige jetzt nochmal die ganze Strecke. Dies ist mein Run für speedrun.com. 18 Minuten Timer, let's go. Alexa, stelle einen Timer auf. 18 Minuten. Ey, das hier mache ich im Schlaf, Leute. Das ist alles einfach. Das mache ich hier komplett im Schlaf. Das erfordert alles keinerlei Skill mehr. Einfach hier durchrennen. Stachelskip. Easy. Schleudertürskip. Skip. Hier auch noch Stachelrollenskip. Let's go. Markisenskip. Von vielen fertigerweise als Trampolinskip bezeichnet, aber ist es gar kein Trampolin. Gut. Nächster Safe. Kickflip. Yo, 180 Kickflip. Plus 5 cooles Punkte. Ihr wart dabei. Okay, und einfach go. Nicht go. nicht go. Einfach go. Go. Let's go. Easy. Wir sind quasi schon fast wieder da. Surf. Saved.
Jo, mit der silbernen Ritterrüstung sind wir der Silver Night Surfer. Oh Gott. Okay, okay. Zu den drei Salzstangen. Jo, Marv, einen wunderschönen Tag. Hallo. Okay, easy, Fish Skip. Nicht vom Thunfisch ärgern lassen. Drauf. Rüber, hopp. Guck mal, zwei Minuten. Safeless sind die wahren Runs. Okay, dann nehmen wir den Safe hier nicht mit. Dann, also ich wollte ihn erst mitnehmen, aber wenn ihr jetzt solche Ansprüche stellt, ohne Safe, okay. Skip. Let's go. Ich glaube, das ist die wichtigste Taktik, die wir gelernt haben. Ich war literally noch nie da unten. Warum sollte ich auch? Tür-Skip. Pfeil-Tür-Skip. Facebook-Daumen-Emoji-Skip. Und 30 bis 40 Feral Hawks. Oh. Okay. Wir sind immer noch PB-Time. Da hinten ist das Golden Chicken. Auch wenn es mir keiner glaubt. Vor allem nicht, wie man da hinkommt. I don't know. Yo. Saved. God Gamer Mode. Ich glaube auch an das goldene Chicken. Das goldene Chicken ist real. Okay, wir sind bei der großen Mauer von Bamboozle. Wir brauchen besseren Namen. Chat, wir nehmen diese Mauer. Ich habe keine Angst vor dieser Klinge. Jahre Gamerskill gebündelt. In diesem Moment. Wir sind nicht gestorben, das ist das Einzige, was zählt. Klagemauer. Aber wer beklagt sich denn mal? Ist ja alles einfach, ist ein Videospiel für Kinder. Crazy Blade Barrier Wall Skip. Klingt gut. Klingenskip. Okay, alles gut. Wir sind noch drin. Wir sind noch auf World Wacky Time. Europaletten-Skip. Let's go. Nicht tot, das ist die Hauptsache. Mein Knie blutet noch nicht. Chicky-Nuggy-Skip. Okay. Zusammenreißen, konzentrieren. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Okay, das hier können wir aus dem FF, keine Sorgen. Ich habe keine Angst mehr vor diesem Messer. Es hört sogar schon auf, wenn es sieht, dass ich komme. Hallo Matul, sei gegrüßt. Herzlich willkommen in Progress Town. Okay, wir wollen direkt hier den schnellen Skip haben. Für Stair Skip. Jo. Perfekter Stair Skip. Let's go. Und Leiter Skip. Oh. Jo, danke für eure Kanalpunkte. Und ihr denkt, das hier war schon großartig. Wartet auf den Moment, wo
Natascha und ich Mario Party spielen. Ich bin natürlich Waluigi. Okay, Ballon. Saved. Saved. Okay, und jetzt einfach go. Einfach go. Nicht von den Fässern bambuseln lassen. Einfach go. Pause. Taktische Pause. Good one. Good, good one. Hold the door. Oh oh. Ja, einmal Kostüm kann man es machen. Oh, saved, saved. Okay, die Ritter müssen weg, die Ritter müssen weg. Ritter sind weg. Diese Ritter. Nee, 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 nee. Oh, frech. Das war frech. Das war absolut frech. Da macht doch immer keine Nuggies. Ah, Luxiferus. Das Spiel ist super lustig, aber die Musikvielfalt bzw. Häufigkeit ist etwas nervig. Entschuldigung, die Musik ist der MVP dieses Spiels. Die Musik ist das absolut Beste daran. Getting Over It habe ich abgebrochen, was mich genervt hat. Yo! Wir haben ihn pulverisiert, atomisiert. Okay, und einfach go, einfach go. Zielsuchende Fässer ignorieren. Oh, antäuschen rechts und dann links rüberziehen. Ja. Karren-Skip. Holzbrücken-Skip. Schön ist die... Oh, Kickflip. Schön, dass die einfach auseinandergebrochen ist. Yo, let's go, let's go. Saved. Kickflip. I don't feel so good, Mr. Chicken Knight. Ja, hier vor allem der Thunfisch, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist ein richtig frecher. Ich habe richtig Angst vor dem. Oh! Okay. Und go. Einfach go. Einfach go. Das Spiel hat mehr Angst vor dir, als du vom Spiel. Let's go, let's go, let's go. Saved. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinten hinkommen sollen. Das ist mir auch egal. Außer hier rechts ist jetzt ein Weg, den ich noch nie beachtet habe. Oh, hier waren wir noch. Oh, wait, what? Is it worth it? Da liegen jetzt... Hä? Saved. Okay, fleischfreie Nuggies für Ofen oder Pfanne, was ist eure Empfehlung? Ofen. Mit so einem kleinen Tropfen Öl drauf. Chat, wir haben ein neues Safe-Schild gefunden übrigens. Aber, würde ich sagen, Geschmäcker gehen da wahrscheinlich auseinander. Ich mag Ofen Tatsache lieber. Macht auch weniger Arbeit. Okay, File-Skip. Easy File-Skip. Oh, nee. Saved, saved, saved. Servus. Oh no! Der Dancer aus Dark Souls. Wow! Ist ganz schnell los, wenn ich das sehe. Oh Gott. Okay, wir sind hier, wir haben einen Safe. Das ist der Progress Team. Ich glaube daran, dass wir das Spiel mit Glück heute durchspielen. Wir haben noch 20, 25 Minuten in uns heute. Saved. Vielleicht müssen wir da auf die schnellere Seite gehen. Ich habe nur Angst, dass die schnellere Seite uns komplett ins Nirvana jietet, wenn wir auf sie drauf gehen. Welche Marken? Ich mag die Nuggies von Like Meat sehr gerne.
so ein Kühlregal, nicht ein Tiefkühlregal. Die von Vegetarian Butter waren auch ganz gut. Und dann gab es noch eine dritte Sorte, die habe ich vergessen. Die waren glaube ich, im Tiefkühlregal. Das waren so Reis, auf Reisbasis. Die waren auch ziemlich gut, aber da vergesse ich den Namen immer. Aber Like Meat sind mein Favorit. Okay, das hat sich nicht gut angefühlt. Hat sich nicht gut angefühlt. Aber die schnelle Seite ist schnell, Saved. Wir haben den Ballon nicht bekommen, aber ist egal. Wir sind wieder auf der Wippe. Okay, Progress, so weit waren wir noch nie. Wir waren noch nie so weit wie jetzt. Da hinten ist ein Totenkopf. Oh nö, Das war frech, da war ein Loch im Boden. Aber safe, doppel safe. Weil wir da vorne zweimal abgeschossen haben, Leute. Was soll ich sagen? God Gamer Moment. Wird es der Night? Okay, machen wir nochmal schnelle Seite. Ich habe kein gutes Gefühl bei der schnellen Seite. Okay, saved. Das Like Meat Shake Ficken ist auch mega. Ja. Das stimmt. Allgemein die ganzen Like Meat Sachen sind sehr gut. Vor allem das Gyros. Das war ein richtiger Banger. Okay. Für den roten Pfeil fühle ich mich besser auf dieser Seite hier. Ja, genau, das Gyros und das Döner, ja! Okay, ich habe Angst vor der schnellen Seite, aber wir müssen es tun. Bei uns gibt es auch nicht alle Sorten, deswegen... Sie haben... Saved. Oh Gott. Ach, hier war ich noch nie. Okay, schieß noch einmal. Und go. Okay. Wir kriegen keinen Ballon. Oh nö. Way to go. You're doing well. Thank you. Bin exakt so gestorben wie dem Mann davor. Aber schön, dass du es gut findest. Oh ja, vor allem für Raps ist das gut. Jam, kennst du die Sachen von Vegetarian Butcher? Ja, das kann sein. Mein Kopf hat das, glaube ich, draus gemacht. Bitte ignorieren. Habe ich im Nachhinein auch kurz gewundert. Jo, hallo Kenzo. Hallo. Dennis, den Club kannst du gleich wieder löschen. Okay, wir wollen einen guten, der hier ist gut. Er war nicht gut, okay. Aber saved. Yo, Maob, danke fürs Folgen, danke schön. Ich freue mich wie er. Entschuldigung, mein Bürzel ist im Weg. Any Hype-Emojis? Oh Gott. Okay, Fileskip.
dann das mache ich gerne mal wieder weg, okay? Ey. Okay, irgendwann kommen wir darüber. Irgendwann kommen wir genauso darüber, wie das Spiel es vorgesehen hat. Das ganz große Problem ist, wir müssen erstmal rausfinden, wie das Spiel es vorgesehen hat. Weil wir gehen ja noch nicht mal hier diesen Weg. Oh. Okay, gut. So weit, so gut. Haben wir hier irgendwo Inter etwas verfasst haben? Meint ihr, dass da hinten ist ein Babuse und wir können da eigentlich drauf? Und da ist der Ausgang? Da das Spiel bisher nicht gelogen hat, wenn es einem Pfeile und sowas gegeben hat, bin ich da, glaube ich, gerade mal auf der Seite des Spiels und sage, ich glaube daran, dass es... Entschuldigung. Ich glaube daran, dass es recht hat. Das Spiel würde uns nicht anlügen. Don't go. Don't that. Open inside. Okay, schneller Fileskip. Oh Gott. Ich bereue alles. Okay, komm, gib mir den Speedboost, gib ihn mir. Kein gutes Timing. Das ist gutes Timing. Let's go. Jo, könnte ein Spiel mit so einer Musik mich anlügen? Ja. Ey, ist das dritte Mal, dass ich da gestorben bin? It's always nice to fly away. Okay, Speedrun Territory 36:30 ist der Timer. Was soll ich sagen? Wir haben heute Progress gemacht. Die Nadel wurde nach vorne bewegt. Das ist das Einzige, was zählt, Leute. Das Golden Nuggy. Ja, Golden Nuggy wissen wir schon, wo es ist. Wir wissen nur nicht, wie wir da hinkommen. Entschuldigung. Story Mode will be added to the official release version. Entschuldigung, was? Das ist ja wohl schon Story Mode hier. Wir haben einen Huhn im Rucksack und wir müssen uns in die Burg bringen. Also, sorry, mehr braucht es nicht. Was wollt ihr noch? Eine Companion App? Story nur in Item-Beschreibung? Saved. Oh! Okay. Alles gut. 3, 2, 1. Yeet. Yo, let's go. Wie können die so triggern? Nagi! Oh. Okay. Geil, das geht auch. Ja, das ist gelernt. Das sind Schleudern, ja. Ich wusste gar nicht, dass wir die mit dem Huhn auslösen können. Aber deswegen muss man da so, so außenrum. Die stehen an so ein paar Stellen in der Map rum. Wir haben es am letzten Mal aber auch schon geschafft, auf denen zu stehen. Wenn sie hochgehen. Deswegen, sie sind nicht gleich instant death, aber sie tragen definitiv zu einer Verkürzung des Lebenszeitraumes bei. Entschuldigung, wo ist mein Ballon? Spiel? Entschuldigung? Ich wurde um meinen Safe-Ballon gebracht, wieder einmal, obwohl ich auf der richtigen Seilstange stand. Okay, go. Gutes Timing. Kein gutes Timing. Ähm,
Nagi über Bord Chat und Nagi über Bord. Oh oh. Zum Glück hatten wir den Center. Yep. Oh Gott. Okay, kriegen wir jetzt unseren Save wieder? Da ist er, da ist er. Ich glaube, der Save ist hier vielleicht einfach so ein bisschen buggy, deswegen kommt er ab und zu nicht. Kickflip? Entschuldigung, ich hab gesagt. Kickflip? Oh oh. Okay, saved. Okay, und Surfbrett. Surfbrett ist easy. 3, 2, 1, go. Surfen, surfen und fangen. Rüber. Treppenskip. Saved, by the way. Halbe Mitleiter voll, guys. Ja, Mann. Und wenn wir beim Steak sind. Mit Steak meine ich Steak. Okay, Kanonenkugel. Go. Saved. Let's go. Okay, gut. Gut, 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 gut. Das ist jetzt ein wichtiger Save. Für den Fall, dass wir nämlich den hier... Oh, dass wir den hier nicht treffen. Okay, aber wir sind gut in der Zeit. Der 13. Night. Ich glaube, das ist unser Glücksnight. Oh oh. Ich wollte nur gucken, ob da ein Hammer ist. Oh! Ich wollte gucken, ob da ein Hammer ist, aber da ist wirklich einer. Ich dachte nämlich, dass manchmal die so reinspawnen. Aber er ist wirklich da. Kamen nur die Schweine ein bisschen schneller als gedacht. Ups. Okay, aber wir hatten den Safe, deswegen können wir uns sowas erlauben. Wir haben was gelernt. Heute haben wir richtig was gelernt. Da oben ist ein Safe, von dem wir nicht wussten, dass er existiert. Und wir haben Progress gemacht. Goodbye. My sweet prince. Okay. Fangen wir nochmal von vorne an. Was soll schon schief gehen? Ja, was geht bei euch heute noch so ab? Ich habe vorhin kurz in der Pause mit der Natascha geredet. Wir müssen wahrscheinlich gleich noch einkaufen nach dem Stream. Haben ein kleines Hefeteig-Rezept bekommen als Superwochenende-Challenge. Was soll ich sagen? Wir sind kein Haushalt, der Hefe da hat. Nach einem Jahr Pandemie gelernt haben, ist ja eigentlich Hefe immer zu Hause parat haben. Wer weiß, ob man hier mal wieder Brot irgendwo bekommt. Aber wir haben es Tatsache. Uah! Tatsache nicht. Okay. Okay, wir sind wieder bei der Markise. Okay, safe. Wichtiger Safe. Ganz wichtiger Safe. Jo, danke für die Kanalpunkte, für die Community-Herausforderung. Danke euch. Ich glaube, das wird ganz wild. Machen wahrscheinlich eine Map. 15 Runden oder so, dann ist eine schöne Streamlänge. Schwere Gegner. Yep.
Corona hat dein Einkaufsverhalten nicht nachhaltig beeinflusst. Davor haben wir das Nötigste jetzt also Vorrat. Wir haben eigentlich schon immer große Vorratseinkäufe gemacht. Mit große Vorratseinkäufe meine ich halt zwei Packungen Spaghetti anstatt einer. Aber halt einfach solche Basics. Nudeln, Reis, Kartoffeln. Es ist witzig, dass Basics eigentlich immer Carbs sind. Dass man sowas halt da hat. Halt immer genügend Gemüse da, genügend Obst da. Und auch mal so ein paar Konserven. Ich meine, das letzte Jahr ist ja die Zeit, wo ich angefangen habe, Nudelsuppen zu essen. Vorher noch nie in meinem Leben. Und jetzt so, hey, kleines Recke zwischendurch. Halbe Stange Lauch rein und Abfahrt. Okay. Wir sind auf einem guten Weg, jetzt nicht verschreien. Aber es hat schon sehr positive Auswirkungen nochmal gehabt. Auch so jetzt, dass wir diese Gemüsekiste vom Bauernhof uns holen. Yep. Da hinten ist Golden Chicken übrigens. Ich würde so gern dahin. Jo! Nächstes Achievement. Ich glaube, die Achievements sind echt ein bisschen buggy. Klacki wäre eigentlich das richtige Wort, aber buggy ist es anscheinend. Okay, wir sind bei der krassen Wall. Den Namen ich wieder vergessen habe. Aber das Gute ist, wir schaffen es jetzt immer relativ konstant und schnell immer wieder hierher. Keine Angst mehr vor Messer, einfach go. Einfach go. Okay, Europaletten-Skip. Oh, no, good one. Good one. Das war ein guter Moment für Momentum. Okay. Ey, und schon wieder bei der Leiter. Oh oh. Okay, und auf der Treppe. Okay, du haust ab, du kommst gerade. Ich glaube, das ist ein gutes Timing. Let's go. Nicht zurückschauen, nicht zurückschauen. Einfach springen, einfach springen, einfach springen. Okay, es war gar nicht so knapp wie gedacht. Rasierklingen-Skip. Und saved. Jo, Samstag wird wieder gebacken. Nice. Wir machen wahrscheinlich auch die, wenn Natascha heute alles kriegt, die Challenge schon morgen. Okay, ich weiß nicht, ob das gut ist, dass wir jetzt jedes Mal immer noch hier hingehen. Weil die Fässer, die sinken hier irgendwie so. Aber die kommen relativ gut wieder. Rein oder nicht? Bonk, bonk. Okay, die Ritter müssen weg. Die Ritter müssen weg. Wow! Halbe Hechtsprung. Zu viel Mario 64 gespielt. Okay, rechts antäuschen und links rüber. Okay? Rechts antäuschen, links rüber. Und jetzt links bleiben, links bleiben. Okay, okay. Safe Ballon. Safe Ballon. Let's go. Yo, Swift. Kickflip.
Schön, dich zu sehen. Ist das da unten eine Kuh? Oder ein Pferd? Irgendwie sowas ist es. Yep. Okay, Fisch hat keine Chance. Wahrscheinlich kann man hier hinten auch noch überall irgendwo lang, ne? Aber ich glaube, das ist der schnellste Weg hier. Skip. 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 Yo, saved. Saved. Kannst du Spielmusik ein bisschen zu laut? Chat, was sagt ihr? Hast du es? Muss ja noch keiner sich beschweren. Auch eine unabhängige Meinung. Yo, saved. Hallo, Gosso. Schön, dich zu sehen. Alt F1 bis F3 habe ich auch gespielt. Alt F1 war allerdings Rennspiel. Das war nicht so meins. Cursed? Chat, Cursed? Was macht er hier? Dancer of the Boreal Valley? Ein bisschen? Okay, komm. Ah, es kann sein, dass sie sich mit dem Update resettet hat. Es gab ein großes Update. Mhm. Eine Körpergröße, gute Proportion. Entweder bin ich sehr klein oder unser Tänzer ist sehr groß. Okay, wieder willkommen in Progress Town. Einwohnerzahl schwindend. Okay. Und Superkreisel-Time. Nicht gut. Hat sich nicht gut angefühlt. Wenn es sich nicht gut anfühlt, machen wir es nicht. Der war theoretisch gut, aber ich habe mir nicht getraut. Der war schlecht. Okay, good one. Let's go. Aufstehen. Okay, saved. Wir sind nicht tot. Alles gut. Und wieder zurück zum Tänzer. Unser 15. Ritter. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Hi, na? So schön, dass du da bist. Ich werde mit offenen Armen empfangen. Oh! Okay. Der wollte nicht. Yep. Okay, File-Skip funktioniert. Jetzt hier schnelle Plattform-Skip. Oh, okay. Saved. Schwerste Stelle im ganzen Spiel bisher, finde ich. Es ist ein bisschen schlecht, dass wir aktuell in jedem Spiel eine neue schwerste Stelle finden. Aber vielleicht kriege ich wieder irgendein Achievement nicht, weil ich da rechts nicht lang gehe. Oh! Okay, saved, schieß. Warum kommt hier kein Ballon? Aber wahrscheinlich kam der schon, als ich vorhin irgendwo hier bemuselt wurde. Okay. The name of the white chicken is Rosimante. Freut mich, dich kennenzulernen. An der Stelle ist irgendwas falsch. Ich weiß nicht, ob mit mir oder mit dem Spiel. Ich komme da aber ums Verrecken komme ich da nie rüber.
Gut. Okay, der Safe ist weg. Oh Gott. Schieß, schieß, schieß. Okay, und go. Ja! Nein! Komm, wir gehen nochmal von vorne los. Letzter One, letzter One. Wir waren im Wertstoll-Modus gefangen. Okay, letzter Try, letzter Try. Can't go. Die Musik macht dich fertig. Aber positiv, oder? Bum, 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 bum. Wir hören viel zu wenig Holzblasinstrumente in unserem Alltag. Elektronische Saiteninstrumente kann jeder, Leute. Okay, okay. Markise. Das ist alles ein Gimmi. Wenn wir hier sterben, dann ist irgendwas richtig falsch mit uns. Wir hören viel zu selten Zirkusmusik. Das auch. Vor allem in so Orchesterversionen, gecovert von irgendwelchen Schulklassen. Warte immer noch auf die Copyright-Claims bei YouTube. Kickflip. Vor allem, weil wir von Clowns umgeben sind. Entschuldigung. Wie redet ihr von euch selber, Chat? Wenn ihr die Clowns seid, bin ich dann das Clowns-Auto? Weil ihr quasi alle aus mir rauskommt? Und es... Was? Chat, wichtige Frage. Wenn ich ein Auto wäre, welches Auto wäre ich? Wrong answers only. Renault Kangoo ist mir sehr sympathisch. Solides Auto. Ganz solide. Ein Twingo. Twingo ist Nataschas Lieblingsauto. Deswegen, I take it. No! Mein Chiggy war zu hoch. No Nuggy for me. Opel Corsa B. Corsa ist sehr beliebt bei vielen. Nehme ich. Tandem. Ich würde damit sagen, ich bin ein Zweisitzer. Ich bin ein Honda, das Auto für Leute, die kein Statussymbol brauchen. Understatement. Fühle ich. Keiner mag Angeber. Oh. Der Gateskip hat sich nicht gut angefühlt, Leute. Honda Civic. Ey, sympathische Antworten bisher. Ihr habt ein sehr gutes Bild von mir. Nehme ich. Yaid. Einzig wahre Antworten um Discord. Wenn das nicht das Auto von Mr. Bean oder das dreirädrige Auto aus der Mr. Bean-Serie ist, dann bin ich enttäuscht. Lass mich mal schnell nachschauen. Okay, aus Cars nehme ich auch. Ich habe seinen Namen vergessen. Aber ich glaube, es ist der grüne Lightning McQueen. Oder? Ich habe Cars 1 bis 3 gesehen. Letzten Sommer. Als ich vor lauter Pandemie-Langeweile nicht wissen sollte, was ich sonst noch schauen soll zum Release von Disney Plus. Zum ersten Mal. War eine gute Reihe. War sehr solide. Der dritte Teil war halt sehr unnötig. Habe ich nicht so gebraucht. Teil 1 bis 2 waren gut.
Ciao. Oh yes. Au. Gesagt, Katschau. Ab und zu wärst du sicher auch gern ein 3er BMW. Oh! Skip. Saved. Es geht nicht darum, welches Auto ich gerne wäre. Wenn es darum gehen wär, würde, wäre ich nämlich wirklich der 3-Räder aus Mr. Bean. Okay, saved. Oh Gott. Okay. Wir sind auf einem guten Weg. Die sind sehr gesynkt. Sind sie nicht? Das war nur einer. Ich glaube, die langsame ist hinter uns. Okay, Chat, wenn wir an das Herz der Karten glauben, wird das was. Let's go. Wir haben an das Herz der Karten geglaubt. Abfahrt. Und saved. Saved. Beste Auto war damals Bumblebee. Okay, das kenne ich nicht. Jo, was hast du dir bei Chibo geholt? War es ein Kiwi-Entkerner? Oder eine Bananenaufbewahrungsbox? Jo! Wir haben einen Ritter zu Golddublonen zerbombt. Ob ich schon mal in einem Chibo war? Entschuldigung. Ich bin über 30. Ich bringe die Hälfte des Tages in einem Chibo. An einem schlechten Tage. Da riecht es nach Kaffee. Ich kann Zeug kaufen. Okay, safe verloren. Das ist nicht der Safe, den wir brauchen, Leute. Das ist nicht der Safe, den wir brauchen. Der wahre Safe, den wir brauchen, der war die ganze Zeit in uns drin. Gut. Okay, go. 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 Immer noch go. Und hier vor allem. Let's go. Saved. Saved. Ich bin stuck. Saved. Let's go. Okay, brauchen das Schild. Das ist nicht der Safe, den wir brauchen, aber der Safe, den wir verdienen. True. Kickflip. Das ist nicht Progress Town. Also hier, also wir sind das allererste Mal heute hier bei diesen rotierenden Hundeknochen angekommen. Aber wir waren schon da hinten über die Wippe, da wo dieses Dreieck da hinten ist. Da waren wir heute schon. Das ist Progress Town. Alles hier ist auch gut. Aber hier sind wir auch schon ein oder zweimal gestorben. Oh. Servus. Wo ist der Dancer vom Boreal Valley? Ich mache mir Sorgen, wenn er nicht mehr... Warum wandert der eigentlich? Warum ist der mal hier und da? Oh je. Nicht, dass er mich zu einem Dance-Off... Da ist er! Bitte, schwind aus meinem Leben. Was? Hui, ist so schön hier. Es macht so Spaß. Okay. Musik, Charlie Schokoladenfabrik, Charakter, Dark Souls, Level, Getting Over It. Heilige Dreifaltigkeit, oder? Das Spiel hat wirklich... Keine negativen Punkte. Es ist 10 von 10. Es ist ein absoluter Banger. Optik, Borderlands, schon besser. Schon auch so ein bisschen Valheim mit drin. Und Chat gleich so.
Valheim? Valheim? Any more grinding? Okay, okay, okay. Wir sind wieder hier. Der war nicht gut. Der ist auch nicht gut. Der ist gut. Wo war mein Momentum? Ein sehr helles Borderlands. Der kleine nervige Roboter ist einfach ein Chicken. Wollen wir klein eine Kreuzung und mal nach links und rechts schauen? Okay, nicht gut. Der ist es. Saved, okay. Oh, oh. Schieß. Okay. Oh. Saved, Chat. Saved. Okay. Den Bonk haben wir uns verdient. Der Tänzer ist wieder gewandert. Bei jedem Tod sucht er sich eine andere Location. Ich hab Borderlands nie gespielt. Meine Meinung dazu ist sehr ignorant. Und das zu Recht. Okay. Keine gute Rotation. Wir brauchen eine gute Rotation. Die ist gut. Yo, let's go. Okay, langsame Seite. Safe. Chat, wir haben den Safe. Kickflip. Okay, der war's nicht. Okay. Ja, gut. No! Oh! Okay. Was ich mich hier noch frage, können wir hier stehen? Sind wir hier safe? Oh, nee. Sind wir nicht. Yo, Dan, hallo. Kommst du pünktlich zu unserem letzten Run? Der nächste Tod ist es? Ist es gewesen? Wahrscheinlich falle ich gleich einfach nur wieder hier runter. Jo! Nicht Ratchdoll! Entschuldigung. Kein Ratchdoll. Okay, wir können hier stehen. Okay, der Bonk war verdient. Dankeschön. Das war alte 4 für heute. Wir haben die Nadel wieder weiter nach vorne bewegt und ich bin mir ganz sicher, beim nächsten Mal werden wir es durchspielen. Und wenn nicht, hey, mehr Banger-Content wie dieser hier, okay?